Wir haben hier das Cat S60. Wie von der Baumaschinenfirma gewohnt, ist das ein sogenanntes Ruggedized Smartphone. Das heißt, man kann es auch mal hinwerfen. Cat gibt das hier mit 1,5 Metern Fallhöhe an. Dabei soll dem Gerät nichts passieren. Außerdem ist es wasserdicht, mittlerweile sogar 5 Meter tief. Allerdings gibt es dafür 2 Schalter, nämlich den hier und den hier unten. Normalerweise kann man es bis 2 Meter eintauchen. Wenn man 5 Meter tief gehen möchte, muss man diese Schalter umschalten. Die sperren dann das Mikrofon zu und die anderen Öffnungen, nämlich den Lautsprecher, sodass dort dann kein Wasser eindringen kann. Das sind mechanische Knöpfe, die werden dann richtig verschlossen. Zweite Besonderheit sieht man hier auch schon, das Gerät hat auf der Rückseite 2 Kameras. Die untere ist eine ganz normale 13-Megapixel-Kamera. Die zweite ist eine Infrarotkamera von der Firma Fleur. Die haben schon mal so ein Add-on für ein iPhone gemacht. Damit kann man Wärmebildaufnahmen machen. Die Skala reicht von ungefähr minus 20 Grad Celsius bis plus 60 Grad. Und wie man hier schon sieht, funktioniert das ganz gut bei Menschen. Allerdings funktioniert das auch durch die Wand durch. Cat nannte vor allem als Zielgruppe Bauarbeiter, Architekten, Elektriker etc., dass man auch durch die Wand durchsehen kann, wo liegen heiße Heizungsrohre oder eine Klimaanlage oder vielleicht Elektrik, die heiß wird. Also eher ein bisschen was für Spezialisten. Für alle anderen ist das eher als Spielerei zu betrachten, aber mal was Neues und so im Smartphone auch noch nicht gesehen.